In meinem heutigen Video möchte ich einen Duft vorstellen, auf den ich ohne meine Zuschauer niemals gekommen wäre. Das ist nämlich der Sugar Leather aus dem Hause Ennui Nomade. Ich gehe heute darauf ein, wie ich darauf gekommen bin, diesen Duft zu testen, was ich daran so faszinierend finde, obwohl ich ihn jetzt auch erst seit ein, zwei Wochen hier habe und dementsprechend natürlich auch, warum ich ihn jetzt schon so ganz krass empfehle und liebe. Damit aber erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ihr seht es ja manchmal in den Kommentaren, ich bekomme relativ viele Zuschriften auf den verschiedensten Videos, auch gerne mal auf älteren Videos. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass immer mehr Zuschauer nach dem Sugar Leather aus dem Hause Ennui Nomade nachfragen. Viele kennen meinen Kanal, es ist ja ungewöhnlich, dass ich nach einer so kurzen Zeit schon Einzelvideos zu Düften mache. Und das passiert in der Regel nur, wenn ich sie sehr gut finde. Und kleiner Spoiler, das ist heute auch der Fall, ne? Also von daher, das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber das ist wirklich ein einzigartiges Parfum. Ich fange aber erstmal ganz vorne an. Thema Verpackung, Umverpackung und sowas. Erstmal eine Verpackung, wie ich mir sie, ich sag mal, bei Tom Ford wünschen würde, ne? Also wir haben hier erstmal so ein, okay, das ist mir jetzt relativ egal, aber hier eine sehr stabile und gut verarbeitete Hülle, wo das Parfum erstmal drin sitzt. Und ihr seht schon, das ist ja sehr stabil, das hält hier auch ohne Probleme einfach so, ne? Also es ist halt einfach sehr gut verarbeitet. Und ich sage ja manchmal auch, dass einfach weniger mehr ist und das kann man hier wirklich auch einfach sagen. Und das Flakon ist tatsächlich auch so ein bisschen dieselbe Liga. Auch ein typisches Stock-Flakon, sie haben mir so eine Stock-Kappe drauf gemacht und ich vermute auch mal, dass der Sprühkopf einfach in Massen eingekauft ist. Das heißt, es ist jetzt nicht maßangefertigt, was für mich jetzt aber auch gar nicht schlimm ist. Ich finde das meist sogar schöner als die meisten Flakons von irgendwelchen Duplikatmarken. Und ich glaube, das kann man hier wirklich bei dem Thema Verpackung, Umverpackung und Flakon zusammenfassen. Es ist genau das, was ich haben möchte im Preisspektrum, auch mit dem, was da drin ist. Bitte mehr sowas und weniger von irgendwelchen komischen Verpackungen, die die Preise in die Höhe treiben. Kann man bei diesem Duft wirklich nur unterschreiben. Das haben sie hier auch sehr, sehr stringent so durchgezogen. Weitermachen möchte ich jetzt aber bei der Beschreibung des Duftes. Dementsprechend dir beschreiben, wie die Kopfnote riecht und dann dementsprechend dann auch im Verlauf, wie der Duftverlauf im Einzelnen riecht. Und ich habe wirklich bisher selten einen Duft gerochen, der wirklich genauso riecht, was draufsteht. Sugar Leather. Es ist ein ledriger Duft, das auf jeden Fall. Man merkt es mit raus. Es ist tatsächlich eher ein trockeneres Leder, was dann aber sehr, sehr stark überdeckt wird von eben diesem fruchtig-süßen mit drin und diesem zuckrigen. Und dann eben nochmal so ein bisschen, sie sagen ja selber, den Duft und Karamellen mit drin, passt eigentlich da ziemlich gut. Und dann einfach nochmal so ein bisschen dieses, ich sag mal, würzig-holzig in der Basis mit drin. Und du hast auf der einen Seite, und das finde ich an diesem Duft halt so charmant, eben so eine doch kratzige, nischige, würzige Basisnote mit drin und eben diese Kombination ledrig, holzig, Amiris auch mit drin, Amirisholz, was ich ja persönlich auch liebe aus dem Amiris Om zum Beispiel, ne? Wirklich eine Liebesduftnote. Und das Spannende an diesem Duft ist halt wirklich, dass sie da nochmal so ein bisschen so eine, ich sag mal, Fruchtigkeit reingeworfen bekommen und die ist auch gar nicht in der Pyramide mit drin. Ich würde so ein bisschen als kirschig bezeichnen, so kirschig-flaumig irgendwo. Was die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt und das schwebt so ein bisschen darüber als so aldehydische Kopfnote. Also jetzt nicht so schwer wie bei einem Plum Japonaise, auch jetzt nicht so eingearbeitet wie bei einem Lost Cherry, sondern quasi als würdest du einen Baccarat Rouge nehmen und eben nicht mit Safran, sondern mit so einer Kirsche. Ziemlich faszinierend, dass dieser Duft eben diese drei Layer hat, die man die ganze Zeit irgendwie auch rausriecht und die da sehr präsent sind und diesen Duft wirklich eben da sehr, sehr stark auszeichnen. Im Duftverlauf ist es dann hingegen so, dass wir hier einen Duft haben, der tatsächlich nicht unbedingt viel komplexer wird. Also wer jetzt hier komplexe Nischenparfümerie erwartet hat mit Duftverläufen, die extrem experimentell sind, wird da enttäuscht werden. Es ist ein sehr stringenter Duft. Für mich arbeitet sich diese Fruchtigkeit dann immer mehr mit diesem karamellig weichen da zusammen und er wird immer, ich sag mal, komprimierter, also diese drei Ebenen, die ich da gerade eben beschrieben habe, die werden, sage ich mal, zusammengedampft irgendwo und am Ende ist es halt ein Duft, den er Luft quasi gleich riecht wie auf der Haut und sich da immer weiter annähert. Und das untermalt auch, glaube ich, so ein bisschen die Anlässe des Duftes, für was sehr geeignet ist. Dementsprechend eben wirklich einfach, wenn du unterwegs bist, wenn du draußen bist und wenn du da eben auch im Duftverlauf dann eben auch gar nicht die Zeit und Muße hast, da irgendwie die einzelnen Duftnoten rauszuriechen, sondern einfach wirklich eine tolle Duftwolke um dich herum haben möchtest, dann ist das Ding einfach wirklich perfekt geeignet. Also das kann ich wirklich einfach sagen, das ist wieder so ein Parfum, was ich gekauft habe, was mich einfach von Anfang an wirklich überzeugt hat. Bei den beiden Themen der Haltbarkeit und Intensität bin ich so ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite ist es halt ein Parfum, um mit der guten Nachricht anzufangen, macht man nochmal andersrum. Das ist ein Parfum, das hält durchaus schon den ganzen Tag. Man riecht es den ganzen Tag auf der Kleidung. Das ist die ganze Zeit da. Das ist erstmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist so ein bisschen, wenn man das mit dem großen Bruder, dem Wajan, vergleicht,
oder allgemein vielleicht so ein bisschen diese Beast-Mode-Umschreibung hört und das irgendwie so ein bisschen, der hält 50 Stunden und man bekommt den gar nicht ab. Da muss man natürlich sagen, dass dieser Duft dem nicht gerecht wird. Und deswegen möchte ich hier so ein bisschen Erwartungsmanagement direkt von Anfang an betreiben. Dieser Duft hält den ganzen Tag. Den kannst du ruhig auch ein bisschen mehr aufsprühen als zu wenig, aber es ist kein Beast-Mode-Parfum. Nichtsdestotrotz möchte ich hier immer noch sagen, dass es immer noch ein überdurchschnittlich starkes Parfum ist, immer noch sehr intensiv ist und dementsprechend, auch wenn man das jetzt nicht unterdosiert, sondern einfach ganz normal trägt, auch den ganzen Raum fluten wird. Wie gesagt, deswegen hier Erwartungsmanagement, erwarte nicht zu viel, aber auch trotzdem nicht zu wenig. Jetzt ein bisschen weitermachen mit meiner persönlichen Meinung und mit meiner Empfehlung auch vielleicht an dich. Und ich glaube, man hat im ganzen Video auch schon gemerkt, dass ich diesen Duft grundsätzlich gut finde. Man kann vielleicht als negativen Punkt sagen, der Duftverlauf ist nicht da. Er ist ein bisschen designerig in dem Segment. Also er ist halt relativ flach im Duftverlauf und verändert sich wenig. Was okay ist, ne? Ich komme damit klar, aber vielleicht auch so ein bisschen, wenn man eher aus der Nischenecke kommt, wird man so ein bisschen underwhelmed sein. Auch beim Thema Haltbarkeit wird vielleicht seinem Ruf nicht ganz gerecht. Ich finde es gut, also für mich ist er perfekt, aber ist jetzt auf jeden Fall irgendwie kein Alexandria 2 2.0 oder Alexandria 3, wobei 3 gibt's auch, Alexandria 4, sagen wir es mal einfach mal so. Auf der anderen Seite muss ich halt persönlich sagen, oder ich habe diesen Duft getestet und habe mir jetzt 2 weitere Düfte aus dem Haus gekauft. Vielleicht fasst das ziemlich gut zusammen, für wie gut ich das Haus halte. Ne? Also ich habe halt gemerkt, du bekommst hier für einen ultra niedrigen Preis. Also ich habe mir die 50 ml gekauft, gebraucht, aber jetzt auch die neuen Düfte, die habe ich mir jetzt für 50 ml, ich glaube 75 Euro gekauft, bei Flaconi übrigens, also nicht mal irgendwie bei onlineshop24unseriös.de, sondern bei Flaconi direkt. Und muss da wirklich sagen, für den Preis in der Qualitätsstufe, weil ich habe das jetzt auch so ein bisschen, ja, wenig Duftverlauf und so. Es ist halt ein Nischenduft. Ich vergleiche ihn halt mit Nischen- und Luxusdüften. Wenn ich das aber sonst mit Düften vergleiche, die im 70-Euro-Spektrum sind, dann ist es halt hier, wo die da sind. Klar, wenn man das irgendwie mit Stefano Berlucar vergleicht und irgendwie mit, was weiß ich was, Roja, dann ist es halt, ne, und das ist immer so ein bisschen das Erwartungsmanagement. Deswegen, großartiges Parfumhaus, großartiger Duft. Ich habe mir jetzt nicht ohne Grund eben den Summe Oriental und den Ambre Cajar bestellt und werde euch da auf jeden Fall auch berichten, wie ich die finde. Das auf jeden Fall für den Herbst-Winter, Preisspektrum, auch von der Haltbarkeit, von der DNA, von dem Gesamtpaket einfach. Man kann wirklich sagen, das Gesamtpaket ist ja wirklich stimmig und ich finde es echt gut und ich werde euch da auf jeden Fall noch die nächsten Wochen und Monate von dem Duft, aber auch von den anderen Düften des Hauses berichten, denn das ist wirklich ein Dufthaus, wie ich es schon lange wieder erwartet habe. Einfach wirklich tolle, solide Parfums. Schau mal gerne in die Kommentare, ob du den Chocolat auch schon gefunden und getestet hast und dementsprechend auch, ob du andere Düfte von denen kennst. Gibt ja auch ein paar weitere. Schau mal da gerne in die Kommentare, was da deine Favoriten sind. Danke dir soweit fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.